So, ich bin Thomas Lilienfeld, Chief Commercial Officer at Texter GmbH in Berlin. Und ich bin da verantwortlich für die kommerzielle Aktivitäten in BizDev und auch dem Content und E-Commerce der Firma. Texter hat was Neues vorgestellt. Können Sie das mal zeigen? Ja, wir haben etwas ganz Neues hier, das wir auf dem Buchmesse introduzieren wollen. So am Dienstag und nächste Woche, das ist der kleinste E-Reader der Welt. Das hat auch kein Kabel, das hat kein Chargers, man braucht da gar nichts. Man switcht das eigentlich an und man fängt an zu lesen, so auf welcher Seite man dann wo man dann auch ist. Man kann hier verschiedene Bücher downloaden oder transferen von dem Handy, von dem Smartphone und dann anfangen mit zu lesen. So, das ist eigentlich, wir nennen das der einfachste E-Reader. Das hat nur das, was man braucht zum Lesen. Das heißt darum Read Only. Und das ist der Text. Das hat kein Wi-Fi. Hat kein Wi-Fi, hat nichts, was man nicht braucht, um zu lesen. Kein USB, kein 3G, kein 4G. Das hat nur das, was man braucht, um Bücher zu lesen. Ja? Und da haben wir das in eine sehr schöne kleine Verpackung gemacht. Und, Wo kommt die Energie her? Die Energie kommt von zwei kleinen Standard AAA Batteries. Die kann man ja in Berlin kaufen, aber auch in China und in Amerika. Das ist das Einfachste, was man eigentlich finden kann. Und die kosten natürlich nichts. Die kommen auch mit der Verpackung, mit das Gerät dabei. So, was ist noch so spezial von diesem Gerät? Eigentlich ist das, dass man die Bücher, die man schon in der Applikation hat, in der Android-Applikation und auch in der Cloud hat man die Bücher, die kann man dann, wenn man richtig lesen will, einfach von dem Smartphone nach dem Texter Beagle schicken. Und das will ich mal demonstrieren. So habe ich hier, ich muss das mal kurz niederlegen, wie heißt das, hinlegen. Hier habe ich schon meine Library. Ich drücke hier den Hinter, um das Kontakt zu machen. Ich drücke auf ein Buch, mal gucken, welches ich dann diesmal so nehmen. Ne, ich nehme ein anderes. Das kann man sehen. Continue. Okay. Mal gehen, dass das alles gut geht. Und dann wird das Buch schnell hier ankommen. Gut, da habe ich schon die erste Seite. Und ich kann jetzt schon anfangen zu lesen, wenn ich das will. Ja? Das heißt, unterstreichen oder so geht in diesem Fall nicht. Nein. Vor, zurück und Menü. Genau. Drei Tasten. Ganz einfach. Ja. Und das wird gerade, wie heißt das auf Deutsch, transportiert, geschickt. Das ist auch alle innerhalb dem Adobe Certified E-Book Ecosystem, was wir haben. Und das Schöne davon ist, dass dieses Gerät nicht wie ein extra Gerät ist, was so, das wird immer mit ein Smartphone gepaart, ein Smartphone zu ein Beagle, ein Beagle zu ein Smartphone. Und damit fehlt wie ein externer Monitor, praktisch ein zweiter Monitor. Genau, genau, aber dann viel schöner. Ja, genau. Und das werden wir zum Markt bringen, annoncieren an der Buchmesse und wir werden dann vor allem auch die Netzwerkbetriebe da mitnehmen, weil die suchen eigentlich ein Produktlösung, um das digitale Lesen mit viele mehr Leute, zu introduzieren. Ja? Und das Wichtige ist natürlich, dass das Produkt einfach und auch schönes Design hat, aber der Preis ist auch sehr wichtig. Und unsere Idee ist, dass das in das Kanal, in das Network-Kanal so unter 20, vielleicht eben unter 10 Euro auf den Markt kommt. Und das denken wir, das wird dann interessant sein für die Leute. Wann ist denn das zu erwarten ungefähr? So, wir sind gerade mit den verschiedenen Kunden ins Gespräch. Die Netzwerkbetriebe, das dauert immer ein bisschen länger, aber wir werden sicher vor Weihnachten das Gerät an die Konsumenten lieferbar machen, wenn das gutes Deutsch ist. Ja. Und
Wie sieht es aus mit dem Content? Das ist also, welcher Store wäre denn dahinter? Im Prinzip den Texas Store natürlich. Wir arbeiten mit vielen B2B-Kunden, wo wir den Store managen und auch den Content geben. So Texas hat in der Zwischenzeit schon mehr als 700.000 E-Bücher, so das ist außerdem freie, gratis Bücher. Wir operieren die Store für die Kunden. Aber in vielen Fällen ist das dann auch natürlich den Texas Store. Wir haben gerade diese Woche werden wir in 10 Ländern den Texas.com introduzieren. So Leute können da natürlich auch Informationen finden über den Texas Beagle. Gibt es diese App dann zunächst nur für Android und wann ist zu erwarten, dass auch Windows 8 und iPhone kommt? Ja, so erstes Mal, die nächste Step ist natürlich iPhone und Windows 8, denke ich, das ist mehr im Anfang nächstes Jahr. Das dauert auch noch, für die Geräte richtig in den Markt sind. Aber im Prinzip wird das überall compatible gemacht. Mhm. Ja. Können Sie noch mal die Batterien zeigen? Ja. Okay, das ist, so mache ich das Gerät offen. Da sind das die Batterien. Viel einfacher können wir das nicht machen. Mhm. 2 AAA-Batterien. Genau. Wie lange halten die ungefähr? Das ist ein bisschen abhängig, wie viele Bücher man liest. Wir haben speziell nie gesagt 20.000, 10.000 Seiten. Was wichtig ist, dass man das für ab zu 1-2 Jahren lesen kann. So, wenn Sie hier mal nächstes Jahr zurückkommen, ich berühre das Gerät nicht, können Sie anfangen mit Lesen. Das ist garantiert.